Das Wochenende war eigentlich ganz okay. Habe ich viel ausgeruht. Freitag bin ich direkt nach der Arbeit, dann spät ich flach hier. Samstag halb hoch, Sport gemacht. Und jetzt wollte ich ein bisschen wieder über meine Spielsucht erzählen. Ich habe dann Samstagabend leider wieder getrotzt im Casino. Ich habe ja gewonnen, 230 Euro oder so. Irgendwie hat sich das Spiel jetzt im Kopf so crazy gemacht, ja? Ich habe mir jetzt keine Ruhe mit dem Scheiß gekauft. Ich habe jetzt mal eine gekauft, meine Mutter was gekauft. Meine Mutter hat die Gewinne gegeben. Aber ich bin dann abends nochmal los. Und wollte natürlich nochmal gewinnen. Ich sehe es mal selber bei mir. Ich kann diese Scheiße nicht. Und abends im Bett war es dann auch so, dass ich dann die ganze Zeit überlegt und geträumt habe. Wie könnte ich denn noch mehr Geld gewinnen? Spiel Lotto, zum großen Systemschein und so Scheiße. Um halt mit dem Hintergedanken, dass ich dann endlich die Schulden bezahlen kann und auch mal ein bisschen Urlaub machen kann oder so, die Weltreise machen kann. Davon träume ich jedes Mal, das passiert danach. Da ich das jetzt immer nicht klappt, kommen dann immer, vor allen Dingen in meiner Freizeit, so ein bisschen depressive Gedanken leider. Obwohl das nämlich ein ganz schöner Tag hier ist. Volle Action und so und ganz viele schöne Menschen hier und nicht alle haben Spaß. Aber ich habe das hier in Berlin schon ganz oft erlebt, sondern nicht jetzt. Ist ja auch nicht so oft, sondern einmal im Jahr. Aber Silvester ist ja auch hier voll die Action. Also als Berliner ist man schon ziemlich abgehärtet und so, aber. Also ich würde sagen, von meinem Tagebuch hier, dass mich persönlich selber ärgert, dass meine privaten Probleme so sehr stören, dass ich nicht mal so einen schönen Tag genießen kann. So schmiche. Oh, wunderschön. Sonne scheint. Sieht nicht ja so den Videobuch manchmal und denkt nach und fragt den lieben Gott, so was ist denn los? Warum kann ich mich denn nicht zum Beispiel über das Leben so freuen und die schönen Seiten mehr sehen? Warum sehe ich dann immer das Negative? Ich würde nicht sagen. Das ist halt gerade mal so eine Phase. Unter der Woche, wie gesagt, wenn ich arbeite, geht es mir besser irgendwie so, weil ich da voll konzentriert bin und ja keine Freizeit habe und irgendwie mich auf die Kinder konzentriere, da kommt ja nicht so eine blöde negative Gedanken. Kommt immer nur eher, wenn ich Freizeit habe. Komischerweise. Und ohne einen Nebenjob oder so, oder? Das ist besser vielleicht. Und sind die viele Menschen. Auf allen Seiten viele Menschen. Ich würde jetzt nochmal zum Bundestag gehen, dann war ja noch die Wahl, da war ich heute früh gleich um 8 Uhr. Wie gesagt, die ganze Nacht habe ich ganz viel wieder nachgedacht. Ich konnte nicht schön einschlafen. Ich bin sehr müde. Ärgert mich sehr. Ich denke mal, ich habe mal Angst, dass wir mein Handy, mein Kommunik so. Ich bin so eine Arschlache, so eine große Hose. Das ist ein Kerlchen. Ich muss jetzt auch mein Ausweis. Ja. Wollte ich noch sagen? Also darum muss ich auf jeden Fall arbeiten. Irgendwie weiß ich nicht. Problem ist halt immer mit dem Geld. Ja, ich kann zum Beispiel, wenn ich frei habe oder jetzt Ende des Monats, kannst du ja in Berlin eigentlich theoretisch tausende Sachen machen. Kannst du in eine Bar gehen, kannst du Club gehen, aber ohne Geld ist es einfach Schwachsinn.
Ja, dann kannst du nur zu Hause bleiben. Das passiert mich sehr. Dass du jedem Safe so weggeht und man ohne Geld hier irgendwie nicht macht. Wird ärgerlich, dass ich dann irgendwie nicht auf die Reihe kriege, dass ich da irgendwie nicht eine andere Lösung finde, dass ich irgendwie hier Sport mache oder so. Die ablenke. Also ich wünschte, dass das Geldproblem mein Leben nicht so sehr negativ beeinflussen. Ja, sollte, würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass ich daran arbeite. Schöne Braun, also schön trainiert. Die Kamera ist so ein bisschen verschmiert, oder? Das ist ein Bundestag. Ich habe die Grüne gewählt heute. Bis dahin alle. Ich hoffe, die schaffen es. Gutes Ergebnis heute Abend. Ich wollte noch irgendwas sagen. Morgen habe ich Zahnarzt, Zahnreinigung, Fuß gleich, vor der Arbeit noch. Morgen ist mein Stiefvater und mein kleiner Bruder wählen und die machen jetzt Familientag. Wir hängen so ein bisschen rum. Das ist so ein bisschen, aber irgendwie keine Lust irgendwie großartig. Freunde zu kontaktieren oder so hat, oder wünsche mir mal, dass die dann anrufen würden. Ja, ich könnte jetzt natürlich klar irgendwie mal anrufen, fragen, treffen, quatschen, aber irgendwie ist mir eher noch, noch alleine sein. Oder ich würde, wenn dann halt irgendwie nochmal eine potenzielle schöne Frau treffen, irgendwie die ein Date mit mir haben will, die Interesse an mir hat, der will mich gerne treffen. Also irgendwie keine Lust auf so sinnlose Treffen. Mit Männern oder so Kumpels oder ein Quatschgespräch oder so. Wisst ihr, was ich meine? So? Dann blickt ihr lieber doch nicht reden. Schön, dass ich schon wieder so traurig so ein bisschen bin, aber ich finde es gut, wenn ich so einfach hier alle meine Gedanken so hier sage, mein Tagebuch, wenn ich mich vergesse, dass ich daran arbeiten kann, Probleme lösen und so nach und nach. Ja, ich bin auf jeden Fall positiv, dass das dann läuft alles, dass das die Arbeit behalten kann. Dass da kein Ärger, dass da keinen Fehler machen, großartig. Da bin ich auch mal für, dass ich einen schönen Job da im Kinderheim behalten kann. Bis jetzt läuft da alles ganz gut. Da bin ich Vollzeit beschäftigt und ganz liebe Kollegen, ganz coole Kinder, ganz viel zu tun. Vorher wäre es hier. Und so, das läuft. Das ist ganz gut. Gerade auch so mit Weihnachten, Silvester, das ist auch so eine ganz seelisch schwierige Zeit, wenn man alleine ist. Aber wenn ich da Arbeit habe, ist das schon mal die halbe Miete, dass man gut durchkommt. Wenn ich dann meinen Freunden hoch, diese harte Winterzeit, die jetzt kommt, wird es anstrengend. Das sind alle. Ja, heute ist ein schöner Sommertag heute. Gehst du mal hier mit euch zum Bundestag? Und so wird halt, als ich hier sage, was ich so auf der Seele hatte. Ich finde es richtig cool, dass viele Menschen sich wieder treffen hier, dass Corona so richtig vorbei ist. Ich fühle hier nichts mit Corona. Jeder trägt hier eine Maske wie eine. Fast keiner. Die Menschen haben gute Laune, keiner hat irgendwie Angst vor dem Virus. Ich merke ja auch. Und hier sind wirklich viele Menschen. Das ist gut. Positiv. Ich versuche, dass ein Machtwechsel ist in der Politik, dass Angela Merkel mal zurücktritt. Einfach, weil sich mal neue Gesichter als Bundeskanzler, hoffentlich Bundeskanzlerin, aber das wird schwierig. Das sehen wir dann heute Abend. Und ansonsten habe ich jetzt wirklich alles gesagt. Wie gesagt, macht euch keine Sorgen. Macht bitte keine Quatschkommentare, ich lösche das sowieso halt wieder. Dass hier irgendwie dann, letztens hat jemand wieder da kommentiert, ich soll mein Leben auf die Reihe kriegen. Das ist ein unsinniger Kommentar, das weiß ich selber. Dass es viele Punkte gibt, an denen ich arbeiten muss. Deswegen quatsch ich ja hier mit euch darüber. Genau. Ansonsten schreiben wir auch mit Freunden, mit Basti habe ich gestern mal geschrieben. Super Engine in meiner Gruppe. Der muss leider arbeiten, der hat keine Zeit gestern. Ich hätte mir gesagt, jetzt hätte ich eh weggehen können. Ich weiß nicht, ist das voll, Leute. Tschüss, noch
Party. Okay. Ich hoffe, ihr habt mich gut verstanden. Dann lade ich dich jetzt morgen bei YouTube. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute, egal wo ihr seid. Welches Video ihr seht. Und ja. Das war's erstmal von mir. Hab ich lieb. Gute Laune, positiv. Morgen ist ein neuer Tag. Gibt's neue Probleme. Okay. Also heißt der Green und melde mich später, ja? Ciao, ciao. Danke fürs Einschalten.